Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Oblivion. Sorry, dass es in letzter Zeit so selten Folgen kam. Ich stehe jetzt eine Woche kurz vorm Umzug und das ist jetzt mein erstes freies Wochenende seit Wochen wieder. Und ich werde heute, an diesem Samstag, werde ich Power aufnehmen bis zum geht nicht mehr. Ich werde alles mögliche aufnehmen bis höchstwahrscheinlich 3, 4 Uhr morgens. Und dann werde ich genug Folgen haben, denn ich weiß noch nicht, ob ich Internet haben werde am Anfang in der neuen Wohnung. Deswegen ein bisschen Power aufnehmen, ne? Kann ja nicht schaden. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich mich hier befinde. Ich gehe einfach irgendwo hier lang und dann werde ich mich vielleicht erinnern. Aber nur vielleicht. Man weiß ja nie. Waren wir hier überhaupt durch? Ah, ich kann auf die Karte gucken, ne? Okay, okay, okay. Ah! Hier, ein Vampir. Vampir und so Kram, ne? Oder? War das so? Shit. Ich glaube, das war der Vampir. Yeah. Bleib stehen, bleib ruhig stehen. Ein Zombie. Wollt ihr nicht sterben? So, Zombie, kämpft mit meinem Skelettkrieger. Der ist eh stärker als ein billiger Zombie ohne Kopf. Ich hasse es, wenn die sich heilen. Magier sind das allerletzte. Ich glaube, der Zombie heilt sich durch den, ne? Ich habe ja schon gegen gekämpft, die gefährlich. Ich glaube, mein Skelett verliert. Yep, mein Skelett hat gewonnen. Nice. Jedes Mal, wenn ich sehe, heilt sie sich. Das ist so unfair. Und dann sehe ich nicht mal was. Der scheiß Zombie hat den Pfeil abgefangen. Wie kannst du denn noch leben? Hör auf, die Pfeile abzufangen, Zombie. Oh Gott, ich bin am Sterben. Ich bin am Sterben. Man merkt, du Zero ist nicht eingespielt. Ja, Load, hier, komm. Okay, alles gar kein Problem. Wir wissen jetzt Bescheid. Aber ich muss die Dinger hier nochmal sammeln. Wenn mein kritischer nur schon so viel Schaden machen würde, das wäre genial. Aber nein. Es wird mir nicht gegönnt. Ich habe auch noch nicht mal ein Schwert, das irgendwie richtig viel Schaden macht. Schade eigentlich. Naja, was soll's. Moment, habe ich immer noch Flugmodus drin? Ja. Gut. Ich muss einfach mal gucken, ob ich den Flugmodus im Handy drin habe, ohne, damit ihr keine Störgeräusche bekommt. Ach, jetzt kannst du auch ein Skelett beschwören. Ich habe ja schon gegen Schlammkrabben gekämpft, die gefährlicher waren. Und dass die sich immer so flink bewegen, das machen die Skyrim nicht. Die bleiben einfach stur stehen. Lass das uns zu Ende bringen. Lauf nicht weg, Madame. Ich hasse es, wenn du das tust, ne? Und vor allem sehe ich nicht mal, dass ich Schaden bekomme. Ich sehe nur helles Licht. Ja, wieder Schaden bekommen. Shit. Oh Gott, das ist nicht mein Skelett. Oh fuck. Es ist doch echt nicht wahr, ne? Oh Gott, die kommt jetzt hierher. Ich habe schon wieder Skelett getroffen. Ihr habt ganz genau gesehen. Sie war mitten im Schuss, als ich geschossen habe. Und irgendwie hat das Skelett das abgefangen. Scheiße, ich habe jetzt auch keinen Mana mehr. Kann ich auch mal was anderes als das Skelett treffen? Oh, jetzt heilt sie sich wieder. Ich weiß es nicht. Was ist die Cooldown von deiner Fähigkeit? Ich brauche irgendwie Mana entziehen oder so ein Kram. Da heilt sie sich wieder. Ich drehe durch. Oh, Schützenfähigkeit verbessert immerhin. Schon gegen Schlammkrabben gekämpft, die gefährlicher waren als ihr. Scheiß Skelett. Ja. Ich glaube, sie hat sich schon wieder geheilt, ne? Wie zur Hölle soll ich dich besiegen? Hat die schon wieder volles Leben, kann das sein? Okay, ich brauche einen Plan. Ich brauche irgendwie einen Plan, ne?
Fällt gerade nichts ein, ey. So ein Mist. Und das, das Zeug einsammeln, das gibt mir dann Mana zurück. Das ist ein guter Plan. Ich muss, glaube ich, auch mal Gegenstände einsetzen. Hallo? Hat ich mich vergessen? Das nutzen wir doch gleich mal aus und speichern. Jetzt ist da! Ja, nein! Ach komm, hör bitte doch auf, dich zu heilen! Das kann doch nicht sein! Was sind das für Gegner, bitte? Da schon wieder! Wie soll ich denn das schaffen? Ich habe keine Pfeile mehr. Ich habe einfach keine Pfeile mehr. Oh. Pfeil der Auslaugung. Okay. Wenn ich treffe. Hör auf damit! Das ist doch nicht dein Ernst, ey. Das kannst du doch nicht machen. Du kannst dich doch nicht unendlich heilen. Das geht nicht. Okay, was habe ich denn so Schönes? Dolch des Schmerzes. Rüsten wir die mal aus. So, Madame will aufs Maul jetzt, ja? Jetzt hör auf mich zu hitten, Mann! Versuch mich immer zu heilen. Wie soll ich mich denn heilen jemals? Oh Gott, das ist... Okay, okay, okay. Habe ich auch Mana-Tränke einfach? Leben, starker Trank. Magiker wiederherstellen. So. Ha, ihr werdet mich nie besiegen. Jetzt kriegst du erstmal aufs Maul mit meinem Dolch, mein Freund. Komm her. Hier. Ist mir scheißegal, ich mach dich jetzt kaputt. Meine Fresse. Oh. Oh. Hä? Das ist doch ein Dolch, den ich trage. Seit wann ist der Bug auch bei Dolchen? Ist mir jetzt auch egal. Ich nehme jetzt den Dolch und dann töte ich jetzt alles. Das ist mir scheißegal. Das wird hier kaputt gemacht. Ich kann mich ja nicht bewegen. Gewicht. Bogen der Kälte. Zwergenbogen. Ach, der Zwergenbogen muss repariert werden, deswegen macht er nicht mehr so viel Schaden. Bogen der Kälte, Aufladung, keine mehr. Ich will jetzt mal ganz kurz den Reparaturhammer schwingen. Meine ganzen geklauten Seelensteine. So. Ich will sie nicht ablegen. Was? Bin ich jetzt verwirrt? Ah. Okay, meine Beinschienen sind kaputt. Aha. Meine ganzen Reparaturhammer. Ja gut. Jetzt krieg ich aufs Maul mit meinem Dolch. Achso, stimmt, da war ja was. Was habe ich denn so Schönes, was schwer wiegt und mir einen Scheiß bringt? Da, du. So, sehr geile Boots, ja. Ich liebe die Dinger. Es kann doch nicht sein, dass ich so viele schwere Sachen trage. Das müssen wohl ganz normale, billige Sachen sein, die ich da trage. Zwergenstreitkolben wiegt 27. Ja. Ich werf mir mal einen davon weg. So. Es reicht mir. Jetzt wird hier die Dolchpower ausgepackt. Mir scheißegal. Ups. Na ja, gut. So viel zur Dolchpower.
Okay. Wir packen das einfach auf die 2. Da ist mein Heilen. Ach Gott, ich hab's gefunden. Oh, 1 und jetzt. Nein, geh doch mal nach. Genau. Einfach da hingehen. Nur einfach Schluss getan. Ein größerer Seelenstein. Nice. Keine Ahnung. Wow, was für eine sinnvolle Tür. Alter. Wer baut denn sowas? Hey, komm, da ist eine Mauer. Bauen wir eine Tür davor. Das ist bestimmt ganz cool. Achso, das ist mein Skelett. Kurzer Schreck. Was sagt die Karte? Ach, wir waren hier schon. Ach, dann war das doch nicht der Vampirmeister. Naja. Dann kommen wir hier wenigstens raus. So. Ach stimmt, das war ja einfach nur so eine Halle, wo wir Zombies gesehen haben und dachten, jo, hier sind Zombies. Da war ja was. Was für ein Abenteuer. Aber dafür haben wir gelernt, dass ich jetzt pissig bin. Ich kann doch keine 7 Minuten mit jemandem kämpfen, weißt du, mit Pfeil und Bogen. Dann sind meine ganzen Feinde weg, nee. Jetzt zerschlage ich sie alle mit meinem Dolch. Jetzt ist genug. Jetzt trainieren wir ein bisschen Dolch, bis wir genug Pfeile haben. Keine Ahnung. So, wir gucken auf Le Carte. Le Carte sagt uns geradeaus. Das stimmt. Was immer das zu bedeuten hat. Vielleicht werden wir es eines Tages herausfinden. Nektar. Also Trollkirschen müssen wir auch noch sammeln. Ich glaube, die Quest kommt mir bekannt vor. Das Problem ist, dass die Übersetzung ein bisschen kacke ist. Ein Nachtschattengewächs ist halt, ja, eine Trollkirsche. So. Und damals, als ich das erste Mal gespielt habe, da hat mich Double X jetzt auch daran erinnert, dass es da halt eine falsche Besetzung gab. Damals habe ich halt jahrelang danach gesucht und da hatte ich irgendwie 50 im Inventar. Also ich wurde prinzipiell vom Spiel verarscht. Und ja, ich habe daraus gelernt und weiß, dass wir Trollkirschen brauchen. So wie dazu. Und ich heile mich immer noch ein bisschen. Genau hier muss es irgendwo sein. Rotwassersumpf, okay. Ah, Eingang gefunden. So, gucken wir mal, wie wir das jetzt überleben. Wir haben ein Dolch. Das war's. Okay. Die Höhle scheint nicht allzu groß zu sein. Ah doch, da geht's rein. Was soll das hier? Jemand zu Hause? Hallo? Leiche. Ja, wieso nicht? Schade, ich dachte, jetzt wäre er da drinnen gewesen. Wäre ein ganz leichter kleiner Ausflug gewesen, aber gut. Da müssen wir uns jetzt hier durchplagen. Wiederherstellungsfähigkeit verbessern. Nice! So. Wo gehen wir lang? Kann ja nicht schaden, ne? Ah, das hier scheint der Rückweg zu sein, okay. Wir kriegen höchstwahrscheinlich auf der anderen Seite einen Schlüssel und gehen dann da durch. Würde ich mal schätzen, um das Skelett. Würden Sie sich bitte umdrehen, Mister? Ich weiß nicht, achso, er hat sich umgedreht. Wenn er so leuchtet, sehe ich gar nichts. Ja, cool. Kriegst du auch mal Schaden oder so? Mach mal. Ja, ignoriere mein Skelett. Ich glaube, der Dolch bringt einfach nichts, weil, und jetzt kommt's, der kein Fleisch hat. Ja, der Bogen macht wenigstens ein bisschen Schaden. Und die Pfeile kann ich dann im Endeffekt aufheben.
Das Problem Nummer uno ist gleich nur, dass da ein verdammter Geist ist. Okay, das war mein Skelett, das gestorben ist. Cool. Hallo, krieg doch Schaden! Meine Fresse! Habt ihr auch so ein bitteres Gefühl, dass das hier nichts wird? Oh komm, wer weiß, vielleicht brauchen wir das immer. Und da ist ein scheiß Geist. Die Frage ist... Leben entziehen, ja. Langschwette Müdigkeit. Der Elfenpfeil macht halt auch 8 Schaden, aber ich glaube der Silberpfeil. Ich muss mir diese Silberpfeil aufheben. Ihr seht warum? Das sind silberne Waffen, die den Geistern Schaden machen. Das heißt, ich brauche eine Hand da voll für Geister. Der Penner gibt mir nicht mal meine Silberpfeile zurück. Ah. Sind die durch ihn durchgeflogen? Ich glaube, ich hatte einfach nur einen nicht getroffen. Ja, so viel dazu. Fischi! Fischi! Schön. Ist gut, dass ich jetzt die Fische sofort sehe. Da ist noch einer. Ihr Drecksfische, wisst ihr noch, als ihr mich fertig gemacht habt? Was habt ihr jetzt davon? Jetzt sehe ich euch nämlich sofort. Ah! Was haben wir denn da? Rotwasser-Sumpfschlüssel. Okay. Sind wir jetzt schon auf der anderen Seite? Oh jemini, oh jemini. Die Frage ist, bringen Silberpfeile irgendwie ein bisschen mehr gegen Vampire? Wir haben auf jeden Fall einen Silberdolch. Nur so als Erinnerung für mich. Ho! Komm her! Zisch! Zisch! Was, bist du ein Feuer oder was? Gib mir dein Leben! Oh, er vergiftet mich! Okay, weißt du was? Hier. Prügel dich doch mit dem. Los! Oh! Hahaha! Wer hat's drauf? Der Zero, Alter. Der Zero hat's drauf. Verlier doch mal Leben. Ich verstehe nicht, warum sie am Ende kein Leben mehr verlieren. Ja, ich kann eigentlich kaum noch was tragen. Vampirstaub nehme ich natürlich mit und Gifttrank, den kann ich mir vielleicht gleich mal aufs Schwertchen schmieren. Und dieses Leben entziehen Ding, das hat es irgendwie nicht gebracht, ne? Mein Skelett gerade ins Wasser gegangen. Gott, bist du intelligent. So. Nur wobei, der wird ja nicht absaufen. Er besteht ja immer aus Knochen. Knochen schwimmen. Von ganz alleine. Oho. Noch mehr Truhen, aber kein Weg. Okay, Konzentration. Ich habe nur noch 2 Dietrich hier, deswegen muss ich mich unheimlich gut konzentrieren. Ich habe nur noch 1 Dietrich, deswegen muss ich mich unheimlich gut konzentrieren. Ah. Puh, war schon ein bisschen Glücksspiel dabei. Oh. Nice Loot. Orkhelm. Oh, den würde ich eigentlich gerne tragen, ne? Leichte Rüstung, oder das ist schwere Rüstung. Gott, sieht das scheiße aus. Okay, wir behalten den. Ich finde diesen Nasenschutz wunderbar, wo meine Nase durchragt. So, ich kann mir gut vorstellen, dass wenn jemand auf diesen Nasenschutz draufgeschlagen hat, es ziemlich, ziemlich wehtun kann. Weg? Habe ich den...
Habe ich den falschen Weg eingeschlagen? Ach, der Schlüssel. Klar, wir haben noch einen Schlüssel bekommen, Leute. Oh, warum denkt ihr da nicht dran? So, einmal kurz noch heilen. Ich werde mich komplett voll heilen. Nur für den Fall der Fälle. Okay, dann geht's da einmal hoch und da einmal hin. Also, wir gehen mal nicht Richtung Quest. Ich hoffe, das ist richtig, nicht Richtung Quest. Im Endeffekt landen wir wieder da, wo wir nicht wollten. Ah, Zombie. So, dann packen wir den Dolch aus, ne? Mein Freund. Da, die Typen haben automatisch Leben entziehen drin. Ich habe ihn einfach seine beiden Arme getroffen, Mann, wie gut. Da heilt sich immer. Jetzt krepier doch einfach mal! Oh, ich krieg meine Stahlpfeile wieder mal zurück. Skelett, lassen Sie mich hindurch. Von hinten. Na, das bringt aber nichts, ne? Okay, was ist, wenn wir... Oh. Komm, wir kämpfen mal hier hinten, okay? Ist das was für dich? Scheiße, ich glaube, der hat mich bemerkt. Bitte hab mich nicht bemerkt. Please not. Ich habe keine Aufladung mehr auf dem Schwert. Was auch nicht so schlimm ist. Ja, er hat mich bemerkt, ey. Fuck. Okay, wie wär's dann mit ein bisschen Gift der Übelkeit? Ja, komm. Vampirhexer. Der Kleine gibt mir Pfeile. Wollt ihr nicht sterben? Das denke ich mir auch manchmal. Nehmt das. Der hat noch so viel Leben. Meine Fresse. Okay, 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 Holen wir uns erstmal ein bisschen Mana. Nö? Dann machen wir einen auf den hier. Zack. Und dann, da unser Dolch sowieso keine Aufladung mehr hat, gehen wir mal auf Langschwert der Müdigkeit. Attacke! Attacke! Mein Skelett lässt mich einfach nicht durch. Ja toll, und dann... Krieg ich auch noch Schaden, ey. Stirb, du Ratte. Jetzt lass mich doch verdammt nochmal durch, Alter. Stirb, du Ratte. Haha! Okay, ich muss mal kurz abspeichern. Okay, heilen wir uns kurz. Oh Gott! Was habe ich denn so viel Schaden bekommen? Okay, Heilung bringt nicht mehr viel. Ja, cool, was ich da mitgenommen habe. Zauberabsorption. Lebensenergie wiederherstellen. So. Dann brauche ich bestimmt noch ein bisschen Mana. Wäre cool. Ich glaube, das finde ich hier, ne? Eileiden-Statue. Muss ich alles noch verkaufen? So, erstmal mein Skelett.
dann meine Heilung wieder ausrüsten. Oder rein da! Komm her! Wo willst du hin? Komm zurück! Es gibt kein Entkommen. So. Mehr könnt ihr also nicht. Wo ist der jetzt hingelaufen? Er ist doch schon fast tot. Okay, oder auch nicht. Aber wenn es so gut kommt, bin ich gleich tot. Okay, wir ziehen uns einfach ein paar Heiltränke rein. Dann passt das schon. So, jetzt kriegst du aufs Maul, Kleiner. Komm her. Nein, lauf nicht weg. Lauf nicht weg. Hast du wieder volles... Da hat er wieder volles Leben. Jetzt komm, jetzt. Hör auf dich zu heilen. Jetzt haben wir eingetötet, da kommt der nächste. Oh Gott, der schlägt mich zusammen, der Typ. Oh Gott, der schlägt mich zusammen. Nein. Nein. Geil. Okay, Freunde. Morgen überlegen wir uns einen Plan, wie wir den fertig machen. Ihr seht schon, der hat seine Fäuste draußen und der macht uns völlig kaputt. Wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder und dann gucken wir mal, wie wir das reißen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.